Peace, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um eine Tabakvorstellung. Und zwar habe ich vom lieben Winche aka Shisharan seine allererste Tabaksorte in der Hand. Er ist unter die Tabakhersteller gegangen, hat hier den Shisharan Strice rausgebracht. Hier seht ihr es nochmal. Vom Namen lässt sich auch ein bisschen ableiten, wonach das Ganze hier schmecken soll. Erdbeere, Eis. Wir gucken mal, was der Tabak so drauf hat und sehen uns gleich wieder. So, Freunde, also da haben wir die neue Strice-Sorte vom Shisharan da. Vom Design her, ja, ziemlich schlicht gehalten. Wir haben hier so Erdbeere-Elemente, wir haben das Lila vom Shisharan-Logo, ein bisschen Eiselemente. Ich glaube, das Shisharan-Logo auch hier so ein bisschen in so Eisfarben. Auf jeden Fall ein schlichtes, einfaches Design. Ist ja auch immer mal wieder schön zu sehen, dass nicht immer alle komplett eskalieren müssen mit dem Design, sondern dass man auch mal was Schlichtes rausbringen kann. Sonst, mehr Informationen haben wir nicht. Die Dose kostet 17,90 auf 200 Gramm. Ich habe keine Banderole mehr dran, weil diese Dose ist tatsächlich offen. Zumindest so halb offen. Deswegen machen wir das Ganze auch mal direkt auf. Ich habe noch nichts davon geraucht. Also das ist für mich jetzt wirklich mein erstes Mal, auch wenn die Dose schon auf ist. Geruchstechnisch. Also geruchstechnisch kommt auf jeden Fall schon stark eine Erdbeernote durch. Man hat so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese blauen Eisbonbons, die es mal früher im Aldi immer gab. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Das sind also diese ganz gletscherblau-türkisfarbenen Bonbons. So dieser Geschmack davon, dieser Eisgeschmack, der ist auch hier in dem Tabak drin. Also man hat wirklich so diese, das erinnert mich wirklich an diese Bonbons, dieser Geruch, der gerade da durchkommt. Auf jeden Fall ein guter Eisbonbon-Geruch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal auf. Gucken dann auch mal, was so innen drin abgeht. So, da habe ich einmal den Tabak schnell umgerührt. Ich würde sagen, gucken wir uns mal direkt Schnitt und Feuchtigkeit an von dem Tabak. Okay, ich habe jetzt ein bisschen mal hier rausgeholt. Ich hole euch mal näher. So, also Tabakschnitt, würde ich sagen, ist jetzt nicht der feinste, er ist okay. Es ist ein Schnitt, der okay ist. Es ist nicht wirklich fein, aber er ist jetzt auch nicht so grob, dass ich sagen würde, man müsste ihn nachschneiden. Also es ist gerade so, dass man ohne Probleme noch damit rauchen kann. Was mir sehr, 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 sehr gut gefällt, ich habe noch keinen einzigen Stängel gesehen. Also das ist echt super. Das habe ich wirklich noch nie gehabt. Selbst die feinst geschnittensten Sorten, ne, haben immer noch irgendwo ein, zwei Stängel drin. Auch wenn die dann fein zerschnitten sind, waren da normal immer Stängel drin. Aber hier ist wirklich gar kein Stängel drin. Also nichts, komplett gar nichts. Das ist komplett clean, der Tabak. Das gefällt mir. Das ist echt super. Also auch wenn der Schnitt nicht der feinste ist, ist es aber ein sehr cleaner Tabak. Feuchtigkeit, ihr seht es, das ist wirklich schon gut feucht, der Tabak. Also er hat gut Feuchtigkeit eingezogen. Wenn ich drauf drücke, kommt da ordentlich was raus. Also der Tabak hat wirklich sehr, sehr gut gezogen. Aber hat auch ein bisschen viel Molasse trotzdem noch da, was absorbiert hier wird. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal erwähnt, Feuchtigkeit ist immer so ein Ding, weil es hängt auch immer von den Aromen ab. Manche Aromen brauchen halt mehr Feuchtigkeit, andere weniger. Deswegen kann man da jetzt nicht großartig sagen, das ist schlecht, dass er jetzt feuchter ist, das ist schlecht, dass er trockener ist oder so, sondern es hängt halt immer vom Aroma letztendlich auch ein bisschen ab, was verwendet wird. Ich sage einfach nur, was ich hier sehe. Ich sehe, das ist ein bisschen gut, also es ist gut feucht, ist der Tabak, der hat gut eingezogen, hat aber trotzdem noch viel überschüssige Molasse da. Ob das gut oder schlecht ist, das muss jeder für sich selber bewerten. Okay, genug zur Feuchtigkeit, Schnitt und Geruch. Ich würde sagen, ich baue uns ein Köpfchen. Dann rauchen wir mal das gute Ding, oder? Los geht's. So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Kurz hier alles umgestellt. Unsere Kopfformate am Start. Wir rauchen das Ganze natürlich auch passend, so wie es sich gehört, wenn man den Shisharan Strice Tabak raucht, muss man das Ganze natürlich auch aus dem Shisharan Funnel rauchen. Würde ich sagen, stopfen rein. Und dann bauen wir mal ein saftiges Köpfchen. So, Freunde, da kommen wir wieder zurück. Kopfschild, Farbschild, alles ready.
Wir rauchen heute aus der Breeze 2 mit einem Custom Sleeve. Wenn ihr das Video zu dem Custom Sleeve noch nicht gesehen habt, einmal hier oben kurz drauf drücken, dann kommt ihr zu dem Video. Shisha-Randfunnel natürlich und ein Nagrani oben drauf mit zwei Kohlen drin. Das Ganze steht jetzt schon ein paar Minuten, damit es auf Temperatur kommt. Und dann würde ich sagen, jetzt mal Zeit für den ersten Zug hier. Und Freunde, ihr seht es wieder, alles ist in dichten Nebel gehüllt. Also das Ding ist eine Rauchmaschine pur. Das gefällt mir, also Rauchentwicklung schon mal richtig, richtig gut. Kommen wir aber zum Wichtigsten natürlich, zum Geschmacklichen. Also ich muss sagen, die Erdbeere, die schmeckt man. Man schmeckt auf jeden Fall eine gute Erdbeernote raus. Die Erdbeernote nimmt aber, finde ich, nicht den ganzen Raum ein. Also man merkt, Erdbeere ist da, man merkt aber auch, die Erdbeere ist nicht allein. Da ist noch was dabei. Und das ist die Eisnote. Man merkt, dass die Eisnote nicht nur einfach einen kühlenden Effekt hat, sondern man schmeckt wirklich so ein bisschen dieses Eisbonbon raus, was ich auch vorhin so rausgerochen habe. Das schmeckt man auch. Das gefällt mir, das ist gut. Aber etwas, worüber, was man nicht schmeckt und was ich auch sehr gut finde, dass man es nicht schmeckt, ist das Cremige. Man denkt jetzt vielleicht bei Erdbeereis, dass es so ein bisschen in die cremige, milchige Richtung geht, aber das ist tatsächlich nicht so. Es ist doch eher Richtung fruchtig als Richtung cremig. Es ist jetzt nicht so, dass es eine Fruchtexplosion wäre, dass es wirklich nur fruchtig schmecken würde. Es schmeckt aber kein bisschen cremig und das finde ich sehr gut, weil sonst würde mir der Tabak wahrscheinlich nicht schmecken. Darüber bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass es nicht cremig ist. Also, mir gefällt er tatsächlich gut. Er verträgt auch gut Hitze. In der Grani zwei Kohlen, das ist schon ordentlich Hitze. Also, summa summarum muss ich sagen, so wenn man einen kurzen Recap zieht, Schnitt war nicht der beste, Feuchtigkeit war gut eingezogen, aber wie gesagt, Feuchtigkeit ist so ein neutraler Punkt, weil es muss nicht schlecht oder gut sein, das muss halt jeder für sich selber beurteilen, ob er es gut findet, ob es Feuchtigkeit, mehr Feuchtigkeit gut oder schlecht ist. Hängt ja auch, wie gesagt, mal ein bisschen vom Aroma ab. Stängel, keine vorhanden, das hat mich richtig begeistert, wir hatten keine Stängel drin, kann natürlich sein, dass vielleicht in anderen Produktionen ein paar Stängel drin sind, aber selbst wenn, Stängel ist echt schön wenig vorhanden, bis gar keine. Geschmacklich, super. Geschmacklich gefällt mir richtig, richtig gut. Ich muss aber dazu auch sagen, natürlich, ich hatte noch nie einen Erdbeertabak, also ist mein erster Erdbeertabak an der Stelle auch. Aber ich bin echt begeistert. Ich finde ihn super. Ich kann ihn vollstens empfehlen, Freunde. Und das soll es auch schon von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, links oben einen Daumen da zu lassen. Beziehungsweise nicht links oben. Lasst einfach einen Daumen da, einen Kommentar. Wenn es euch hier auf dem Channel gefällt und ihr euch abonniert habt, lasst auch direkt noch ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob ihr den Tabak schon mal probiert habt, den Strice vom Shisha Randen, oder ob ihr einen ähnlichen Erdbeertabak schon mal probiert habt, ob es vielleicht sogar für euch was ist. Schaut gerne beim Winche, beim aka Shisha Randen auf Instagram vorbei. Würde ich bestimmt auch drüber freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Peace.